Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Crusaders of the Lost Idols. Jetzt sieht man auch, wie die Mucke heißt. Gut, also nicht, dass das seit ungefähr 800 Folgen die gleiche Playlist ist, aber passt schon. Wenn ihr es im Hintergrund klopfen hört, das ist der Führer, den habe ich in meinem Bettkasten eingesperrt, der möchte raus. Nein, Quatsch. Bei mir im Hausflur werden gerade neue Fenster eingebaut, von daher nicht wundern, wenn es im Hintergrund hämmert. Man könnte auch sagen, wir führen hier jetzt tatsächlich das Garten-Let's Play fort. Nachdem ich mit Cookie Clicker ja durch bin, mehr oder minder, der Minigarten macht sich. Also tatsächlich ist eine Pflanze, die war größer, die war eigentlich, aber ich glaube, es sind einfach zu viele Pflanzen für das bisschen Erde. Also das Problem ist halt, es ist ja echt nicht viel Erde. Und da unten kommen auch noch zwei, drei Pflanzen. Ich hätte wahrscheinlich mit dem Saatgut etwas sparsamer umgehen können. Aber nun ja, sei es drum. Wächst auf jeden Fall. Ach ja, gute Fortbildung. Da kommen wir auch gleich noch zu. Aber warum wir überhaupt in Crusaders sind, ist überhaupt kein neues Event. Was machen wir hier? Folgendes. Es gab ein kleines Update. Es gab sogar ein relativ großes Update mit vielen Kleinigkeiten. Und die sind eigentlich alle durchweg ziemlich super, glaube ich. Ich habe sie nicht 100% auswendig gelernt, deswegen gucken wir jetzt zu sicher nochmal den Changelog. Aber es sind viele gute Sachen mit dabei. Der Crafting Screen zeigt jetzt eine Option an oder zeigt jetzt an... was? Crafting Screen gibt es jetzt eine Option, wie man Crusader auflistet? Ach, hier oben, ja, gibt es jetzt einen Filter. Crusaders with Upgrades. Okay, ich habe offenbar keine Upgrades available. Crusaders Information. Nice. Oder halt All Crusaders. Okay, gute Sache. Ist mir tatsächlich noch gar nicht aufgefallen. Finde ich super. Also werde ich wahrscheinlich nicht brauchen, aber ist prinzipiell eine nette Sache. Außerdem haben die jetzt einen Marker, wenn Upgrades oder wenn halt bessere Rezepte verfügbar sind. Also sprich, ihr habt meinetwegen nur das Common Gear, habt aber Uncommon Rezepte oder Rare Rezepte für den Crusader. Dann kriegt ihr so einen kleinen orangenen Pfeil an das Crusader Porträt dran, damit ihr seht, hey, da könnt ihr was aufwerten. Ist eigentlich ganz gut, damit man Sachen nicht übersieht. Also brauche ich persönlich auch nicht, aber es gibt, glaube ich, eine sehr lange Phase im Spiel, wo das definitiv nützlich sein kann. So, warum habe ich den Changelog wieder zugemacht? Genau, es gibt, sieht man auch hier im Hintergrund schon, jetzt 5 Formationen, die man speichern kann, statt 3. Das finde ich prinzipiell auch sehr super. Brauche ich im Moment auch gerade nicht, aber an sich, wenn man ein bisschen experimentieren will, okay, welche Formation läuft besser, geht das besser, möchte ich einen anderen Main-DPS haben? Da kann man auf jeden Fall sehr gut rumprobieren und austesten mit 5 gespeicherten Formationen. Finde ich definitiv eine gute Sache. Auch wenn man sich mehrere kleine Schritte mit Formationsänderungen machen will, von der Full-Speed zur finalen DPS-Formation, sind 2-3 Unterteilungen mehr auch gar nicht so verkehrt. Also von daher kann man definitiv machen. Jede Challenge hat jetzt eine eigene gespeicherte Formation. Das finde ich super. Das heißt, man muss sich nicht immer irgendwie Screenshots machen oder so. Okay, was habe ich denn letztes Jahr gemacht? Also nicht letztes Jahr, aber vor 3 Monaten in der Challenge gemacht. Das ist prinzipiell ganz gut. Außerdem haben Objectives mit veränderten Formationen. Also hier ist ein Slot weniger oder da gibt es 3 Slots mehr oder irgendwie sowas. Warum? Ah, stimmt, 3870 ist ja im Moment mein Cap. Macht Sinn. Dann idlen wir hier nochmal kurz. Ja, also wenn es da leichte Veränderungen an der Formation gibt, haben auch die tatsächlich einen eigenen Slot jetzt oder einen eigenen Speicherslot oder speichern das eigenständig. Das ist, finde ich, ein bisschen überflüssig, aber okay, kann man machen. Also schadet auf jeden Fall auch nichts. Außerdem kann man jetzt bei den Kampagnen im Auswahlscreen, ne, seht ihr, poppt da rechts schon die Formation auf. Das ist ganz cool. Also ich glaube, für einen Anfang ist das ganz nett.
So, ich meine, ich kenne die Formation inzwischen. Wobei es halt prinzipiell ganz nett ist, glaube ich, wenn man sich schon mal vorab irgendwie die Event-Achievements oder Event-Objectives oder so angucken möchte. Das ist, glaube ich, ganz okay. So, wo waren wir? Ja, okay, sie haben dazu einen Eintrag im Guidebook eingefügt. Da kommen wir gleich zu. Ah, genau. Updated the bonus Golden Epic. Ah, okay, es gibt ein neues Golden Epic im Shop, ja, bla. Für Exterminator, das ist so, okay. Abgesehen davon gibt's jetzt in den Stats, falls ihr euch fragt, welcher Hotkey das ist X, mit dem man die Stats aufrufen kann. Leider kann man die Stats nicht mit X wieder schließen. Gibt's jetzt einmal den Punkt Crusaders Owned, das ist ganz nett. Und es gibt Legendary Loot Owned. Ich weiß nicht, wo der Unterschied zu Legendary Loot Crafted ist, weil ich habe halt gedacht, so, okay, wenn ich jetzt hier meinetwegen disenchante, habe ich ja prinzipiell mehr Legendary Loot Owned, weil ich ja halt noch ein Token habe, aber gecraftet habe ich ja eins weniger. Ja? So, Stats sind aber halt immer noch 411. Also so, okay. Warum man da unbedingt eine Unterteilung brauchte, erschließt sich mir im Moment noch nicht so ganz. Wahrscheinlich übersehe ich da wie immer irgendwas. Aber nun ja. Apropos Legendaries. Ich habe zum einen sämtliche epischen Rezepte zusammen. Finally. Also ich habe 100% der Rezepte im Spiel. Gute Sache. Und mir fehlen tatsächlich nur noch 3 Legendaries, die ich theoretisch craften könnte. Also genug Catalysts habe ich. Möchte meinen Catalyst-Counter aber nicht so wahnsinnig hochtreiben. Und damit kann ich auch bis nächste Woche noch warten, bis ich die 3 crafte. Dann bin ich zumindest für mal so 1,5 Tage, bis dann das Christmas-Event kommt, tatsächlich full legendary. Nice. Dann bin ich geartechnisch einfach mal zu 100% fertig. Also abgesehen davon, dass man immer noch mehr Legendary-Level machen kann oder hochleveln kann, das geht natürlich. So, zudem gibt es neue Taskmaster. Einmal den kleinen grünen Blob hier. Wow, seit wann ist der so pixelig? War der vorher im Menü auch schon so pixelig und ist mir einfach nicht aufgefallen? Aber ja, den gibt's halt. Was hat denn der für eine Klick-Animation? Sehe ich das hier irgendwo? Kann ich mal kurz hier vorne reinsetzen. Okay. Ich verstehe. Der klickt mit seiner Zunge. Das ist ein bisschen weird. Aber auch ein bisschen cool. Geht klar. Ja, außerdem gibt es noch einen, den habe ich mir bislang nicht geholt. Im Challenge Shop. Achso. Der Dude kostet über. Also den kriegt ihr über den Ruby Shop. Da ist er jetzt bei mir natürlich nicht mehr drin. Für entweder 7500 Rubies oder 7 Catalysts oder. Rest habe ich gerade vergessen. Hier gibt es noch einen, nämlich Old Lefty, so eine linke Hand. Ich werde euch diesen Klicker jetzt ein bisschen verderben. Also abgesehen davon, dass er 600 Tokens kostet, was mir im Moment einfach massiv zu teuer ist und ich einfach nicht noch einen Taskmaster brauche. Aber, also ja, klar, es ist eine Hand, die mit ihrem Finger klickt. Aber habt ihr mal, ne, das hier ist ein Auge und das hier ist ein Auge. Und das hier ist so der Mund. Und dann klickt das Ding einfach mit seiner Nase. So, can't unsee it. Es tut mir sehr leid, dass ihr das jetzt für immer sehen werdet. Aber es tut mir auch nur ein bisschen leid, um ehrlich zu sein. Ja. Und auch das ist ein Grund, warum ich mir das Ding noch nicht geholt habe. Can't unsee it. So, außerdem haben wir neue Skins, die sind okayisch. Also einen davon finde ich ganz cool, das ist nämlich Baneral. Angel of Hope ist jetzt tatsächlich Angel of Despair. Sieht mir vom Gesicht her, also sieht, finde ich, einfach nicht mehr nach einer, also ich meine, ist ja eigentlich Female. Sieht, finde ich, jetzt sehr Male aus, aber okay, sei es drum. Ist mir auch ein bisschen zu Gothic-y. Und ich hätte es cool gefunden, wenn die Flügel irgendwie trotzdem noch Federn gehabt hätten, statt nur Knochen. Aber prinzipiell ganz nice. Gefällt mir auf jeden Fall besser als der andere. Der Effekt ist halt so, ja, tauscht halt gut gegen böse Tech. Das ist halt so, wen interessiert es.
Dann gibt es einen neuen Skin, den finde ich prinzipiell sehr weird, für Irolomb Bloodmage. Ne, so sieht der Dude eigentlich aus. Upala, so sieht der Dude eigentlich aus. So sieht er jetzt aus. Erinnert mich ein bisschen an Nessa aus Path of Exile, beziehungsweise die Granny aus dem ersten SpongeBob-Film. Aber Alter, kommt einmal im Monat die Sonne raus, ne? Und das ist genau, wenn ich aufnehme. Holla. Das ist, glaube ich, direkt mein Vorhang zu machen. Ja. Kriegt an sich, also verliert den Elf-Tag, kriegt den Pflanzen-Tag und kriegt zum Male noch den Female-Tag dazu, weil die Pflanzen ja alle Male und Female sind in diesem Spiel. Ist prinzipiell nett. Wenn man ihn verwendet, kann man das auf jeden Fall machen. Schon allein, um mehr Female-Tags zu haben, um mehr Female-Pairs zu haben, wenn man die Twins verwendet. Von daher, da ich ihn im Moment nicht verwende, ist mir das eigentlich egal. Und dann haben wir zu guter Letzt noch Mindy. Changeling, Mindy the Alien Mime. Das ist übrigens keine Bewegung, die irgendeine Hüfte machen sollte. Das sieht einfach nicht gut aus. Auch das Schulterblatt hier oben macht mir ein bisschen Sorgen. Ist ein bisschen creepy. Ja, ich finde es halt wurscht, dass das hier alles irgendwie Knochen sind und sie dann aber halt massiv die Unterarme hat. Also es ist halt so... Was? Irgendwie sehr seltsam. Die Tech Changes sind prinzipiell schlecht. Also verliert Human, bekommt dafür Alien. Aus genau dem gleichen Grund, wie ich es eben gerade schon gesagt hatte. Nämlich wegen der Twins. Die wollen ja hauptsächlich möglichst viele Females und möglichst viele Humans haben. Von daher ein Human Tag aus der Formation rauszunehmen, ist in dem Fall eher wenig sinnvoll. Von daher, ja, ich finde den Skin auch nicht so dolle, ehrlich gesagt. Also ich finde es nett, dass hier halt noch ein bisschen was abgeht mit der Rose und die tatsächlich verblüht und wieder neu aufblüht und bla, keine Ahnung. Die Farbe ändert, nette Sache. Aber irgendwie ist mir das Ding zu weird. Mindy bleibt halt Mindy. Sorry. Ja, soweit so gut. Das war noch nicht alles. But wait, there's more. So. So. Stormrider und Magnify können jetzt wegen während der Transition aktiviert werden. Das war vorher nicht der Fall. Denkt man sich, ja, warum sollte man das wollen? Ganz einfach, wenn man Taskmaster da drauf hat und Stormrider mit Insta-Cooldown sofort wieder bereit ist, kann es sein, oder ist es durchaus vorgekommen, dass wenn man mit Super Casey so schnell durch die Gebiete durchgerauscht ist, dass halt in einer Area Stormrider nicht ausgelöst werden konnte, weil die Zeit dazu einfach zu kurz war. Also das war definitiv eine Sache. Ist selten passiert, ist aber passiert. Passiert jetzt nicht mehr. More Formation Ability Tooltips can be shown when mousing over Crusaders. Crusaders, Entschuldigung. Genau. Das heißt, wenn man hier jetzt rüber geht, sieht man endlich mehr Infos zu den Crusadern. Gute Sache. Auch nicht zwingend alle. Ich hatte das gestern bei Mindy auch schon in einer anderen Formation, dass dann halt trotzdem plus 4 more irgendwie darunter stand. Also es wurde trotzdem nicht alles angezeigt, aber mehr Infos. Richtig gut. Also man kann sich halt wirklich mal die ganzen wichtigen Buffs anzeigen lassen. Richtig gute Sache. But wait, there is more. Das Time Limit für Sprint Mode wurde erhöht von 6 auf 10 Sekunden. Ich dachte immer, es wären 7 gewesen, aber okay, von 6 auf 10 Sekunden. Das heißt, man sollte jetzt den Sprint Mode eigentlich auch komplett ohne Spawn Speed Buffs auslösen können. Das sollte eigentlich passen. Clarified how Sprint Mode works. Ja, okay, das ist Tooltip. Dann haben sie irgendwie ganz viel an Nargorks Abilities rumgebastelt. Ich habe es mir ehrlich gesagt noch nicht angeguckt. Können wir gleich mal machen, theoretisch. Aber ich glaube, da kann sein, dass der auf Mission ist. Müssen wir gleich mal gucken. Aber ich glaube, da kommt auch nichts Sinnvolles bei raus. Dann haben sie 10K-Training und Montage-Training günstiger gemacht, wenn ihr das Spiel gestartet habt. Achso, und bei Face-Talent, bei Face-Skip haben sie grundsätzlich was geändert. Das heißt, wenn ihr das Spiel neu gestartet habt, dann ist euch eventuell schon aufgefallen, so, hey, Moment, irgendwie
ist mein Max-Level von den Crusaders nicht mehr da, wo es hin sollte. Außerdem habe ich irgendwie mehr Idols rumliegen als vorher. Ja, genau. Da kriegt ihr nämlich tatsächlich die beiden hier erstmal komplett erstattet. Auch die Kosten, die oder ja die Idols, die ihr hier schon reingesteckt habt. Und könnt die neu verteilen. Außerdem gibt es 3 neue Free Respecs für alle. So sieht's aus. Das heißt, ja, ist insgesamt einfach günstiger geworden. Was prinzipiell eine gute Sache ist. Faceskip funktioniert jetzt nicht mehr wie ursprünglich. Faceskip hat ja ursprünglich immer, also pro Level 5 Areas übersprungen, komplett von Anfang an. Also dass man dann nicht, also man ist schon noch mehr auf Area 1 gestartet, ist dann aber direkt in Area, keine Ahnung, 46 oder 51 oder 56 oder so halt gesprungen. Also man hat eben entsprechend eine Menge Areas geskippt. Jetzt funktioniert es so, dass man pro Level eine 2% Chance hat, also auf Max Level 20% Chance, dass eine Area, solange es eine Non-Boss-Area ist, direkt mit dem Kill beim ersten Monster completed wird. Was ja, in der Speed-Formation, also mit Super Casey, halt nur so halb nützlich ist, weil das da eh schon oft genug der Fall ist. Für die Single-Drop-Areas ist es aber ganz gut, also wo man halt schon noch irgendwie so 10, 12 Monster killen musste, da bringt es definitiv ein bisschen. Und das Gute ist, das funktioniert jetzt eben auch für Challenges und für Objectives. Und da ist eine 20% Chance halt schon echt ganz gut. Also das bringt da einen echt ganz guten Sprachfehler. Speed-Zuwachs, das wollte ich sagen. So. Hilfe, ey. Ach ja. Ja, außerdem sind alte Skins, also die es schon eine Weile gab, und Taskmaster in die entsprechenden Shops gewandert. Also auch da können wir nochmal kurz drauf gucken, der Vollständigkeit halber. So, der False Idol Taskmaster ist jetzt im Ruby Shop und Chios und Trixie Skin sind im Skin Shop. False Idol ist der hier. Der ist jetzt im Ruby Shop, könnt ihr euch holen. Den gab es vorher nur gegen einen Code. Also das war ursprünglich eine Sache, die es zum vierjährigen Bestehen oder zum vierten Geburtstag gab. Wenn man alle entsprechenden Codes eingelöst hat, gab es hinterher den... Ich weiß gar nicht, war das ein eigenständiger Code und es gab den Idle-Bonus am Ende extra oder gab es einen Idle-Bonus und den Taskmaster extra, wenn man alle 3 Codes eingelöst hatte? Eins von beiden. Auf jeden Fall zum vierjährigen Bestehen im August irgendwann gab es den. Ist jetzt aber auch so zu kaufen. Jo. Ansonsten muss ich dringend die Stats aktualisieren, weil ich bin deutlich weiter. Oh, und mein Handy klingelt. Ich muss da mal kurz ran. Sekunde. So, da bin ich auch schon wieder. Das war seltsam. Eine Dame von der Agentur für Arbeit, die dann fragte, mit wem sie spricht, dann sagte ich, ja, mit so und so. Oh, da habe ich mich verwählt. So, okay, tschö. Sehr mysteriös. Ich hätte die Zeit nutzen und den Vorhang zumachen können. Ich mache das jetzt nochmal fix. So. Deutlich angenehmere Lichtverhältnisse. Alter, ich habe Ewigkeiten die Stats nicht aktualisiert. Also Ewigkeiten nicht. Mein Area Cap ist inzwischen bei 750. Fehlende Legendaries sind 3. Fehlende Epics interessieren niemanden mehr. Idols. Ja. Da ist definitiv ein bisschen was passiert. Ich habe zwischendurch ja. Ich habe mir ja einen Taskmaster gekauft gehabt und habe mir dann nochmal den 50% Idle Buff mit dazu geholt. Das ist aber halt auch schon locker 3 Wochen her. Eher 4 Wochen. Alter, wie lange habe ich diese Stats nicht aktualisiert? Es muss mindestens 4 Wochen her sein. Da habe ich halt innerhalb von einer Woche irgendwie mit den ganzen massiven Idle Buffs irgendwie über 200 Billionen gemacht in 8 Tagen. Das ging halt echt fix. Ja, Highest Area ist überall 100... Obala. Ganz so viel ist es dann doch noch nicht. Ist überall 100 Areas weiter. Ich glaube, das kann ich jetzt auch allgemein mal irgendwie rausnehmen. Also in welchem Freeplay das ist. Das von der Breite her? Müssen wir gleich mal gucken.
glaube nicht. So, gegebenenfalls mal ein bisschen resizen hier. Ja, okay. Oh. Bisschen hoch angesetzt. So, sollte das eigentlich. Warum sind da jetzt so viel, sind da noch Leerzeilen drunter? Oh ja, die müssen da mal weg. So, jetzt sollte das eigentlich passen. Idols passt, fehlende Legendaries, ja, kein Tippfehler drin, sind 3 in der Tat, das passt. Cap E 750 noch. Wir sind auf einem guten Weg zu 760. Und heißt. Ah, das passt doch nicht ganz, damit. Das doch mal ein bisschen kleiner machen. Ja, wird schon passen. Ja, das geht doch. Okay. Ja, wir sind auf einem guten Weg. Wie gesagt, bald Level 15. Hoffentlich. Also 389 kostet es, 279 habe ich. Fehlen noch 110. Da packen die den Bohrer aus. Alles kalt. Wie viel. 2,3 Millionen Bonus-Idols, das ist relativ viel. Meistens kriege ich so 1,8. Das heißt, wir könnten durchaus so, oder King Aran über Nacht? Jo, deutlich. Das heißt, wir könnten locker mal so 6 Billionen für den Reset kriegen. 6,8. Sweet. Ja, dann kommen wir doch ein ganz gutes Stück näher an die Sache ran. Also es wird langsam. Fehlen noch 100, was habe ich gesagt, 110? Minus, ja, fehlen noch 103 ungefähr. Das geht doch. Das ist tatsächlich ein bisschen unsinnig, dass das da angezeigt wird. Also ich finde es total überflüssig. Zumal es für die Objectives halt nicht angezeigt wird, sondern halt nur für die Kampagne an sich. Okay, das ist wirklich richtig unnütz. Gucken, ob ich das ausstellen kann. Gibt es da eine Option was zu? Hold on. So. Da waren wir. Auto Progress Scientific. Nö. Gibt es offensichtlich nichts zu. Oder sind die Visual Options nochmal extra drin? Aber das würde mich wundern. Nee, ist es nicht. Alright. Ja, gut. Ich muss sagen, insgesamt ein großartiges Update. Viele Kleinigkeiten, aber vieles davon echt gut. Also sehr begrüßenswert. Können Sie gerne häufiger machen. Ja, abgesehen davon, Squiggles Main ist jetzt definitiv way to go. Nee, keine Ahnung. Ich habe halt ernsthaft überlegt, ob der Hut irgendwas bringt. Einfach weil gestern Tag des Clowns war. Und ich dachte mir so, hey, vielleicht kann man aus Meme-Gründen Squiggles Main, aber ist dann irgendwie doch nichts draus geworden. Überraschung. So, wir können garantiert ein paar Missionen starten, abschließen, was auch immer. Gute Sache. So, ansonsten wollte ich ja noch was zur Fortbildung erzählen. Hier. Ja. Wer es noch nicht mitgekriegt hat, weil er das Cookie-Clicker-Let's Play irgendwie nicht gesehen hat. Ich mache im Moment eine Fortbildung. Das reicht prinzipiell als Info. Zumindest für die Geschichte, die ich gerade erzählen will. Und wir hatten da, ja, ich nenne es jetzt mal eine Zwischenprüfung gestern. Eigentlich heißt das eine Bausteinprüfung, aber letztendlich ist es halt so eine Zwischenprüfung über halt einem Block von, ja, keine Ahnung, 2 Wochen. Jetzt über die Themen von 2 Wochen, die wir gemacht haben. Also halt auch nicht wahnsinnig viel. Wobei, also dadurch, dass wir das Vollzeit machen, kloppen wir da schon ganz gut Themen durch. Das geht.
ist halt nicht vergleichbar mit Schule, wo man in 2 Wochen ja nicht viel Thematik macht, aber da hast du natürlich pro Tag auch, keine Ahnung, 4 bis 6 verschiedene Fächer und wir kümmern uns ja den kompletten Tag von 8 bis 16 Uhr halt um ein Thema. So. Von daher, da schafft man eben den 2 Wochen dann doch ganz gut was. Also, lange Rede, kurzer Sinn, Zwischenprüfung. Und das ist die lächerlichste Prüfung, die ich jemals in meinem Leben mitgemacht habe. Das lächerlichste. Ich schäme mich ein bisschen, dass ich nur 97,5% habe. Nicht 100. Aber es war so lächerlich. Müsst euch vorstellen, es wird von vornherein gesagt, okay, ihr kriegt Multiple-Choice-Fragen. Okay, fairer Deal, ist ja auch häufig bei solchen Sachen so. Multiple-Choice, alles klar, easy going. 40 Fragen, 120 Minuten. Ich mir schon denke so, wow, das ist halt voll viel. Also 40 Fragen in 120 Minuten bei Multiple Choice? Ich brauche, also das ist so, ich weiß halt entweder die Fragen oder ich weiß sie halt nicht. Also ich überlege ja nicht 3 Minuten pro Frage rum, um dann irgendwie 120 Minuten, aber okay. So, dann gab es halt wirklich Kursteilnehmer, die gesagt haben, sonst haben wir immer 30 Fragen in 120 Minuten gehabt. Also die haben schon vorher irgendwie Module mitgemacht und sind jetzt nur mit in meinem Kurs drin. Das wird ja immer gerne mal ein bisschen zusammengewürfelt, wenn man dann irgendwie die gleiche Thematik behandelt. Ich sehe gerade, hier sind Federn dran an dem Skin. Entschuldigung, dass ich da unterbreche, aber das sieht man nur auf dem Untergrund nicht. Also im Skin-Menü sieht man das einfach nicht. Weil das einfach die Farbe des Hintergrundes hat. Ach krass. Also ja, wenn man es weiß, sieht man es. Aber okay. Gute Sache. Ja, auf jeden Fall haben ein paar Kursteilnehmer gesagt, ja, sonst hatten wir immer 30 Fragen und 120 Minuten. Woraufhin der Dozent dann gesagt hat, so, okay, dann machen wir halt 150 Minuten. Und ich mir schon so dachte, so, ist das euer Ernst? 40 Fragen in 150 Minuten? Was macht ihr so lange? Also es ist ja halt wirklich so bei Multiple Choice, ja gut. Selbst wenn du die Frage halt dreimal liest, weil es dann wirklich tricky formuliert ist und dann drauf ankommt, steht da halt ein Wörtchen wie nur drin oder ein Wörtchen wie immer oder ein Wörtchen wie nie, wo es dann wirklich so auf so Feinheiten ankommt. So, okay, verstehe ich ja, dass man da nochmal irgendwie genauer drüber lesen muss. Aber selbst dann braucht man doch nicht länger als 1,5 Minuten pro Frage. So, dann kam auf jeden Fall die Info, wir dürfen sämtliche Materialien, Unterlagen, was auch immer verwenden, die wir haben. Ich so, okay, das erklärt schon mehr das Zeitfenster, weil wenn ich halt nichts lerne und halt alles nachgucke während der Prüfung, brauche ich natürlich mehr Zeit. Das erklärt einiges. Was dann bei mir aber auch dazu geführt hat, so, okay, wir haben jetzt während der Fortbildung, also am Tag vorher nochmal irgendwie 3 Stunden Zeit, uns vorzubereiten. Okay, dann mache ich da halt was. Wir haben auch irgendwie ganz viele Fragebögen gekriegt, die so im gleichen Stil waren. Also wir haben irgendwie, keine Ahnung, 70 Fragen in dem Stil gekriegt und dann nochmal bestimmt so 100 weitere Multiple-Choice-Fragen, wo du einfach eine Aussage hattest und entscheiden musstest, richtig oder falsch. Einfach zum Üben. So, was halt zum Vertiefen der Materie und einfach um sich zu fragen, Moment, warum ist das so? Moment, oder warum ist das jetzt richtig? Warum ist die Aussage falsch? So, dafür war das halt prinzipiell okay. Aber es war dann halt so, okay, wenn wir halt alles an Unterlagen benutzen dürfen, wenn wir theoretisch sogar googeln dürfen, und ja, durften wir, ist das A, super lächerlich. Warum sollte ich irgendwas dafür machen? Ich kann alles nachgucken. Und dann habe ich gerade den Faden verloren. Nein, aber es war halt wirklich so, okay, wir halt alles machen können. Warum soll ich irgendwas lernen vorab noch? Also warum soll ich mich vorbereiten? So, das Einzige an Vorbereitung, was ich dann gemacht habe, ist mir eine gute Struktur zu schaffen, wie ich halt schnell Sachen nachschlagen kann. So. Also, dass ich halt weiß, okay, das brauche ich wahrscheinlich, das brauche ich wahrscheinlich. Und das brauche ich wahrscheinlich und habe das alles schon mal irgendwie auf dem PC griffbereit gehabt, beziehungsweise bei dem E-Book, was wir nutzen, schon mal die Suche aufgemacht und so, dass das einfach ein bisschen schneller geht. So, Fazit von der ganzen Geschichte.
Ich war mit den 40 Fragen in einer Stunde fertig. Also wirklich, ja, ich habe irgendwie... Also ich habe dann mir nochmal irgendwie 10 Minuten Zeit genommen, um nochmal drüber zu gucken. Also naja, auch sehr halbherzig. Es war so, ja, okay, ich skippe die Fragen nochmal durch und frage den Dozenten, ob wir noch irgendwas ausdrucken müssen oder sonst irgendwas, keine Ahnung. Aber ich habe halt knapp eine Stunde gebraucht und ich habe halt, keine Ahnung, 10 Fragen halt instant gewusst und 30 nachgeschlagen ungefähr. Also vielleicht habe ich auch 15 gewusst und 25 nachgeschlagen, keine Ahnung. Aber das hatte auch wirklich dazu geführt, dass ich bei so Fragen, wo ich mir dachte so, okay, ich weiß die Antwort, also ich bin mir so zu 98% sicher, oh, schlage ich nach, ich habe die Zeit, ja. Und es waren halt auch wirklich Fragen dabei, die wir 1:1 in den Vorbereitungsfragen hatten, also halt wortwörtlich, wo du halt einfach nur sagen musstest, oh cool, ich rufe mal kurz die PDF auf und gucke in die Lösung und hab halt direkt die Lösung vorliegen. Und es ist einfach so lächerlich. Und ich frage mich, wie man da irgendwie, jetzt muss ich mal kurz überlegen, ich frage mich, wie man da irgendwie 10 Fragen falsch machen kann. Du kannst alles nachgucken. Ich meine, ich habe eine Frage falsch gehabt, weil ich mich in der Aufgabe einfach verlesen habe. Beziehungsweise bei den Antwortmöglichkeiten. Da waren halt 2 von den 4 Antwortmöglichkeiten im Wortlaut sehr ähnlich formuliert, haben dann aber eben doch andere Bedeutung gehabt. So, ja, okay, war halt eigene Dummheit, passiert. So, also bei 2, 3 Fragen sei einem gegönnt. Aber wie kann man da 10 Fragen falsch haben, wenn man halt auch wirklich die Zeit hat, alles nochmal nachzugucken? Das leuchtet mir irgendwie nicht ein. Und es gab halt auch keinen, der 100% geschafft hat. Und so wie, also ich bin mir nicht sicher, aber so wie ich es rausgehört habe, war ich auch der Einzige, der nur eine Frage falsch hatte. Wo ich mir denke so, warum? Also man kann halt alle antworten. Das Lustige ist, wir machen ja grundsätzlich SAP. Und dann sind da halt auch so Fragen gewesen, wo du denkst so, okay, wie heißt die und die Schaltfläche in dem und dem Menü oder sowas? Also jetzt nicht irgendwie ganz so stumpf, aber zum Beispiel, welche Funktion hat man bei dem Infotypen, was man bei einem anderen Infotypen nicht hat? Wo ich mir denke, cool, ich mache mir halt nebenbei SAP auf und gucke halt im Programm einfach nach. So. Also... Man konnte halt 100% der richtigen Antworten nachschlagen. In kürzester Zeit. Und das haben halt wirklich auch Leute erst irgendwie so 10 Minuten vor Schluss abgegeben. Ich denke so, irgendwas stimmt doch da nicht. Irgendwas ist doch da weird. Aber gut, sei ihnen gegönnt. Aber das war echt so ein Punkt, wo ich sage so, wow, was tue ich hier? Ich meine, am Ende die Zertifizierung, also die ernsthafte SAP-Anwenderzertifizierung, ist halt ein bisschen knackiger. Da darfst du halt keine Unterlagen verwenden und hast 60 Fragen in 60 Minuten. Okay, das ist halt so gut. Da musst du halt zügig sein, da musst du dich vorbereitet haben. Da kannst du halt auch nichts nachgucken. Da weißt du die Frage halt entweder oder du weißt sie nicht. So, und das ist dann halt zack, zack, zack durch. Aber das ist auf jeden Fall machbar. Also wenn du da halt vernünftig für gelernt hast, ist das ja überhaupt kein Ding. Und das Lustige ist, du musst halt, um diese Zertifizierung zu kriegen, musst du halt nur 55% richtig haben. Das heißt, du kannst halt irgendwie 25 Fragen falsch beantworten. Das ist halt so, ja, okay, wen interessiert das? Das ist halt so. Also, es, ja, ich bin gespannt. Aber diese Bausteinprüfung oder diese Zwischenprüfung war echt eher so eine Bauklötzchenprüfung. Das war... Also ich überlege, ich habe in meinem Leben viele Prüfungen mitgemacht. Bin 13 Jahre zur Schule gegangen. Ich habe ungefähr 3 Jahre lang so halb studiert. Also habe zumindest ein paar Klausuren mitgeschrieben, auch ein paar Sachen bestanden. So ist nicht. Auch wenn ich da nicht so richtig aktiv war. Zugegebenermaßen. Ich habe einen IHK-Abschluss, also ich habe eine Ausbildung, da habe ich meine Prüfung gemacht.
Führerscheinprüfung. Was habe ich noch an Prüfungen gemacht? Keine Ahnung. Bestimmt eine Menge. Und es war einfach. Also selbst im Vergleich zu Klassenarbeiten in der Berufsschule dann, wo manche Sachen ja auch eher low angesetzt werden, das war einfach lachhaft. Also es war, wie gesagt, es ist mir echt ein bisschen peinlich, dass ich diese eine Frage falsch habe, weil das wäre echt nicht nötig gewesen. Hätte mir halt einfach nochmal 2 Minuten mehr Zeit nehmen müssen, einfach nochmal, okay, ich lese das jetzt nochmal in Ruhe. Aber zu dem Zeitpunkt war schon so, ist mir auch egal. So. Ah, ja. Das war ein großer Spaß. So, ich sollte hier mal einen Task. Nein. Sollte hier mal einen Taskmaster draufsetzen. Wir wollten uns noch Nagol angucken, fällt mir gerade so auf. Der eiert hier rum. Was der jetzt so kann. Trixis. Click Damage bei 10% of your DPS. Okay. Increases DPS of all Crusaders by 300% for each Orc or Dwarf. Oh, okay. Level 200. Increase the effect of Trixis. Okay, das ist da schon mit drin. Critical Click Chance by 100% against Monsters with less than. Okay, also gegen schwache Monster. Ja, okay. Wait, what? Increase your click damage by 50% for every 50% of bonus spawn speed you have. Okay. Also je mehr spawn speed wir haben, desto mehr click damage machen wir. Okay. Causes critical clicks to damage nearby monsters. Okay, also splash damage. Splash click damage. Ja. Ja. Still trash. Sorry, aber halt einfach trotzdem, also es ist halt nach wie vor einfach ein Klicker in dem Slot, wo man entweder Victor für Speed oder Dr. Evil oder Holy Guardian für Schaden benutzen will. Also es gibt einfach überhaupt keinen Grund, warum der da ist. Also doch, es gibt einen Grund, warum der da ist, aber es gibt überhaupt keinen Grund, ihn zu verwenden im Moment. Nicht wirklich. Nicht wirklich. So, du kannst mal hier drauf. Ihr beiden Aliens versteht euch bestimmt super. Wobei mir das fast ein bisschen zu anstrengend ist von der Animation her. Da passiert mir zu viel. Das Problem hatte ich tatsächlich bei ihmchen hier auch schon. Ja, weil da die ganze Zeit mit den Flügeln und dem Halo und dem Blitz und ist mir irgendwie zu viel Action. Also es ist irgendwie so, ja, das kann da bitte drauf sein, aber so, das Ding hat halt relativ wenig Bewegung. Er hat halt eher wenig Bewegung. Die hier haben halt alle relativ wenig Bewegung. Das ist halt okay. So, die sind halt da, aber da zuckt halt nicht die ganze Zeit so viel. Weil das auch echt Jammern auf hohem Niveau ist. Gebe ich ja ganz ehrlich zu. Aber ja. Nun ja. Es wurden irgendwie noch so, naja, Skins will ich nicht sagen, aber irgendwie im Code oder in den Grafiken sind schon 2 weitere Taskmaster drin. Ich spoilere es jetzt mal nicht. Die sahen beide ganz cute aus. Einen davon hätte ich auf jeden Fall ganz gerne. Also nicht, dass ich noch einen Taskmaster brauche. Aber ich schätze auch, der wird, also die werden vermutlich beide, wenn sie jetzt noch nicht drin sind, dann irgendwie nur gegen Echtgeld zu haben sein. Mal gucken. Keine Ahnung. Ich könnte tatsächlich mal im Steam-Shop gucken gerade. Die da eventuell schon drin sind. Store-Page. Aber gestern Abend waren sie, wobei gestern Abend war das Update auch noch nicht da. Wo ist denn hier DLCs? Ne, das sind immer noch 12 Stück. Das ne, da ist nichts Neues dazugekommen. Okay. Also ja, ich schätze mal, die werden gegen Echtgeld kommen. Vielleicht kommen sie auch so in den Token Shop bzw. in den Ruby Shop. Mal gucken. Bleibt abzuwarten. Aber ich brauche sie im Moment halt auch nicht. Also es wäre halt echt so, ja okay, kann man halt machen. Warum mache ich 25 auf? Gib mir gleich 100.
Ich bin übrigens auch dazu übergegangen, die Kisten einfach komplett aufzumachen. Vorher war es ja immer so, okay, ich behalte nochmal 1000 Kisten so auf Halde, falls ich mal irgendwie Materials brauche. Im Moment gebe ich meine Materials aber eh nicht aus, sondern spare einfach stumpf. Also ich könnte mir halt, wow, ich könnte mir einfach 10 Level 8 Legendaries craften. Aber ich brauche den Schaden halt nicht. Und stattdessen spare ich einfach direkt auf ja, Amulett Level 14, was einfach 1 Million Materials sind. 1.024.000, glaube ich. Ja. Aber hey, ich habe schon über 10%. It's something. Von daher mal gucken. Ja, gut. Dann würde ich sagen, haben wir, glaube ich, alles irgendwie passt. Wir sehen uns wieder beim Weihnachtsevent, würde ich sagen. O Tannenbaum, definitiv. Wird, glaube ich, einfach der Folgentitel. Also für die nächste Folge, weiß ich jetzt schon. O Tannenbaum. Ja gut, The Royal Tannenbaums ist übrigens ein Film, den man sich definitiv mal angucken kann, wenn man auf seltsame Wes Anderson-Filme steht. Das ist die Post, da gehe ich hin, die haben nämlich ein Päckchen für mich. In dem Sinne, danke fürs Zugucken bis hierher, angenehmen Tag noch und macht's gut, haut rein und tschüss.